Jo, und so schnell ist eine Woche auch schon vorbei. Es ist schon wieder Freitag, ihr wisst natürlich, was das heißt. Und da meine Top 10 letzte Woche so gut angekommen sind, mir wirklich auch viel Spaß gemacht haben, gibt es jetzt Folge 2 Tobis Top 10, heute mit meinen 10 Lieblingsfernsehserien. Viel Spaß dabei. Platz 10. Hör mal, wer da hämmert. Super Serie um Tim Taylor, den Heimwerker King, von dem man aber lieber ein paar Meter Sicherheitsabstand hält. Die Serie lief ganze 8 Jahre lang im Fernsehen. Ich schaue sie immer noch sehr, sehr gerne. Platz 9. ALF. ALF. Das ist eine tolle Serie. Warum ist sie jetzt in den Top 10 mit drin? Ich habe sie als Kind sehr gerne geschaut, sicherlich der eine oder andere von euch auch. Und ich gucke es heute eigentlich auch noch sehr gerne, weil es holt so ein bisschen Kindheitserinnerungen zurück. Deswegen verdient auf jeden Fall von mir auf Platz 9. Platz 8. Breaking Bad. Als Walter White erfährt, dass er Lungenkrebs hat, tut er sich mit dem ehemaligen Schüler zusammen, um durch das Kochen von Crystal Meth für seine Familie finanziell auszusorgen. Das ist sicherlich nicht ganz politisch korrekt, dennoch eine sehr, sehr geile Serie vom Akte X-Produzenten Vince Gilligan. Platz 7. How I Met Your Mother. Schaue ich in letzter Zeit zwar fast gar nicht mehr, aber trotzdem natürlich eine sehr, sehr coole Serie. Eine meiner Lieblingsserien über die Geschichte von Ted Mosby, der versucht, seine Mrs. Wright zu finden. Platz 6. Stromberg. Zwar ist dieser Chef ein Albtraum für uns alle und ein ziemliches Arschloch, aber eine der besten Serien, die es im deutschen Fernsehen gegeben hat, abgekupfert vom amerikanischen und englischen Original The Office. Platz 5. Zukunft ohne Menschen. Ist eine großartige Dokumentationsserie über das, was mit der Erde passiert, wenn wir Menschen plötzlich von heute auf morgen von der Bildfläche verschwinden würden. Wirklich tolle Serie mit tollen Computeranimationen. Ich packe euch mal einen Link in die Videobeschreibung, müsst ihr auf jeden Fall mal gesehen haben. Platz 4. Two and a Half Men. Charlie Sheen, der einfach mal sich selber spielt. Sowohl die neuen als auch die alten Folgen kann ich wirklich sehr empfehlen und die dürfen natürlich in keinem DVD-Regal fehlen. Platz 3. King of Queens. Da muss man eigentlich nicht so viel zu sagen. Schaue ich momentan wieder sehr, sehr gerne und finde es eigentlich schade, dass davon nur 207 Folgen gegeben hat. Platz 2. Die Silbermedaille gibt es von mir für The Big Bang Theory. Vier Nerds, ein Haufen lustiger Geschichten, die mir persönlich nie langweilig werden und sogar als beste Serie des 21. Jahrhunderts gehandelt wird. Platz Nummer 1. Meine absolute Lieblingsserie, Die Simpsons. Ja, warum jetzt ausgerechnet Die Simpsons? Ganz einfach, ich bin mit der Serie aufgewachsen. Über 25 Jahre läuft diese Serie jetzt mittlerweile. Über 500 Folgen in 24 Staffeln. So extrem erfolgreich für jung und alt und mit weitem, weitem Abstand auf Platz 1 meine absolute Lieblingsserie, weil ich kann sie immer schauen. Ja. Ich kenne auch nicht wirklich jemanden, der diese Serie nicht mag. Ja, danke an den Erfinder Matt Groening für diese wunderbare, geile Serie. Und das waren sie, das waren meine 10 Lieblingsserien. Schreibt mir doch mal eure Lieblingsserien in die Kommentare und warum das eure Lieblingsserie ist. Und dann dürft ihr mir natürlich auch wieder Vorschläge machen für die nächste Folge von Tobis Top 10. Dann, was bleibt mir noch zu sagen? Liken, wenn es euch gefallen hat, liken, wenn es euch nicht gefallen hat. Abonnieren, favorisieren, resignieren, resozialisieren. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Dann ist auch schon wieder Freitag und dann sehen wir uns hier wieder. Bis dahin, macht's gut und bleibt sauber.